Gut, reden wir noch mit Liara. Ein Proteaner. Ein lebender, atmender Proteaner direkt unter mir. Er ist anders, als ich erwartet hatte. Geht mir auch so. Er war ein bisschen kalt, als ich mit ihm reden wollte. Ich begreife natürlich den Schock. Er wacht auf und seine Spezies existiert nicht mehr. Aber ein Proteaner, Shepard, er könnte uns so viel erzählen. Es ist ja nicht bloß der Schock, es ist auch die ganze Bitterkeit, die in seiner Existenz liegt, die ja schon in einer, also er ist ja erst in einer Zeit groß geworden, in der die Proteaner schon im Untergang waren. Also letztendlich war es bei ihm ein Kampf auf verlorenem Posten und da kann ich mir vorstellen, dass man ziemlich bitter wird in seinem Leben, wenn man immer nur diese Aussicht hat. Schön, Sie zu sehen. Ja, schön. Okay, wir machen uns mal... Ich gehe gerade, Glyph. Naja, was soll's. Wir machen uns mal auf nach unten, denn wir wollten ja eigentlich mit Cortez sprechen. Wir können bloß noch mal kurz vielleicht hier drüben schauen. Hier sollte ja immer noch niemand drin sein. Ich glaube, hier kommt auch niemand mehr rein. So, aber in der Bar vielleicht. Ich wüsste zwar nicht wer, aber kann ja sein, dass irgendjemand hier Platz genommen hat. Nö. Okay, dann nicht. Gut, wir gehen mal nach unten und... haben einerseits Jarvik zum Sprechen und andererseits auch noch unsere beiden Techniker, die ja jetzt wieder da sind. Soll das heißen, es gibt in diesem Zyklus noch mehr Überlebende? Ja, wir haben sie Kollektoren genannt. Sie kämpften für die Reaper. Lange Zeit wusste niemand, dass es eigentlich Proteaner waren. Und wann wurde Ihnen das klar? Shepard hatte keine Wahl und musste alle töten, denen er begegnete. Sie waren ausnahmslos indoktriniert, schon seit sehr langer Zeit. Es tut mir leid. Ich bin dankbar dafür. Es war ein Akt der Gnade. Ja, vermutlich war es das. Ich finde auch die Bezeichnung, dass das überlebende Proteaner waren, nicht richtig. Das waren keine Proteaner mehr, das waren Kollektoren. Das waren genauso wenig Proteaner, wie die Husks noch Menschen sind. Von daher, was willst du anderes mit denen machen, als die zu erlösen, letztendlich? Habe ich schon erwähnt, dass sich die Salarianer die Augen geleckt haben? Sie haben es ganz schön weit gebracht. Der Salarianer Mordin hat gefragt, ob er mich aufschneiden darf. Ich war einverstanden, aber nur, wenn er mich vorher im Kampf besiegt. Seine Antwort lautete, problematisch. Dann ist er gegangen. Ich verstehe ihn nicht. Tja, da stoßen auch lustige Kulturen aufeinander. Und vor allen Dingen Jarvik sieht, glaube ich, immer noch... die insektenfressenden Amphibien in den Salarianern. Aber könnte ich mir auch sehr schwierig vorstellen, wenn man 50.000 Jahre später aufwacht und eine Kultur plötzlich so eine übelste Entwicklung durchgemacht hat. Cerberus, ich begreife nicht, wie ihre eigene Art sich gegen sie stellen kann. Sie werden genauso bluten wie alle, wenn die Reaper nicht aufgehalten werden. Tja, das versteht wohl niemand so richtig. Der Kroganer Rex hat mir eine Arbeit angeboten. Er sagte, wenn mir das Luxusleben auf der Normandie zu viel würde, könnte er mir ein paar richtige Ziele geben. Ja? Okay. Ja? Nochmal so zwischendurch die kleinen Anekdoten hier mit abfangen, das ist doch auch ganz schön. So, und dann schauen wir mal drüben bei den Technikern vorbei. Da sind sie wieder. Sagen Sie mal, Gabby, haben Sie Edis neuen Körper schon gesehen? Ach, ich wusste, dass das irgendwann kommt. Ich auch. Ich meine... rein technisch ist das eine ganz erstaunliche Arbeit. Elastische Titan-Silizium-Kunststoffe. Ultraleichte Energiezellen mit harmonisierter Phasenlage. Ja, klar. Und wenn sie mal versehentlich gegen eine Wand läuft, ist sie ziemlich gut gepolstert. Schatz, kann ich wusste es. Ich wäre gern eine Wand. Natürlich. Mir sind sie auch nicht, Kenneth. Seltsame Gestalten. Ich fand es gerade ein bisschen creepy, wie sie ihren Kopf gedreht hat nach hinten. Na gut, sprechen wir mal mit den beiden. Auf jeden Fall merken wir schon, die sind noch wie früher, die Gespräche sind, gehen genau in dieselbe Richtung, wie es auch früher schon war. Wunderbar, wieder da zu sein. Es ist ein gutes Gefühl, wieder die Allianz-Uniform zu tragen. Willkommen an Bord, Chief. Es gibt nichts zu berichten. Okay. Commander. Schade, ich dachte eigentlich, dass wir nochmal ein richtiges Gespräch mit denen haben. Ich bin froh, dass der Commander uns hier unten nicht vergessen hat. Ich habe doch gesagt, dass Shepard uns besuchen kommt. Ich habe euch doch schon im zweiten Teil besucht, Mensch. Ihr müsst doch eigentlich wissen, dass ich sehr mannschaftsnah bin. Gut, runter in die Shuttlebucht. Bloß nicht. Sie sind überall. Du würdest nur auch draufgehen. Ich kann hier nicht einfach rumsitzen und nichts tun. Bleib bei mir. Lauf! Du musst da weg!
ich nicht, Steve. Aber du kannst es. Versprich mir. Ich liebe dich, aber ich kenne dich. Du musst loslassen. Versprich's mir, Steve. Nein, nicht. Ich glaube, das waren die letzten Aufnahmen von seinem Ehemann. Ja. Bloß nicht. Sie sind überall. Ich liebe dich, aber ich kenne dich. Du musst loslassen. Versprich's mir, Steve. Nein, nicht. Oh Mann, der Arme. Tut mir leid, ich habe sie nicht gesehen. Das ist eine Aufnahme von Ferris Fields. Vor 7 Monaten. Ich habe dabei viele Freunde verloren. Und meinen Mann. Ich habe getrauert, einen Frieden gemacht, wie er es gewollt hätte. Sie haben während des Angriffs mit ihm gesprochen? Ich überwachte Bauarbeiten in einer Station einige Klicks südlich der Hauptkolonie. Robert schaffte es aus dem Energiefeld der Kollektoren. Anstatt wegzulaufen, rief er mich an. Herzliches Beileid. Er hat sie offensichtlich sehr geliebt. Er hatte Angst, ich würde nicht loslassen. Für ihn habe ich weitergemacht. Dachte ich. Dann kam die Invasion, es blieb keine Zeit. Und was nehme ich mit? Das hier. Wozu sollte man sein Leben weiterführen, wenn sowieso alles den Bach runtergeht? Wenn Sie so denken, haben wir schon verloren. Ja, das stimmt, aber... Also... Ehrlich gesagt, ich war noch nie so allein wie jetzt. Das glaube ich gern, aber du nimmst nicht bloß diese Aufnahme mit, du nimmst die ganzen Erinnerungen mit, die du mit deinem Partner geteilt hast. Selbst, also ich meine, das kann man schlecht nachvollziehen wahrscheinlich, wenn man das selbst nicht erlebt, aber ich finde die Aussage, dass nichts zurückbleibt, wenn jemand stirbt, halt nicht richtig, weil man hat die ganzen Erinnerungen und derjenige lebt auch in einem dann weiter dadurch. Weil die Erinnerungen, die man an den Partner hat, einen verändern und einen definieren auch irgendwo und den eigenen Charakter dann definieren. Und erstens hätte er natürlich nicht gewollt, dass Cortez nicht weiterlebt und zweitens kann er doch noch was bewirken und vielleicht auch eine neue Existenz für sich aufbauen. Ich meine, natürlich ist das heftig und eine unglaubliche Erschütterung im Leben, wenn der Partner stirbt, aber man selbst ist nicht der Partner, man hat ein eigenes Leben und muss dann irgendwie auch weiterleben können, finde ich. Aber ich meine, das ist wahrscheinlich leicht gesagt, wenn man es nicht selbst erlebt, also Tod ist sowieso ein ganz schwieriges Thema, gerade wenn man über irgendwelche Schicksalsschläge reden soll, die man selbst nicht völlig nachvollziehen kann, weil man sie selbst nicht durchlebt hat. Es gibt da ganz schwierige Sachen. Also einerseits der Tod des Partners, andererseits, was ich mir auch unglaublich heftig vorstelle, der Tod des eigenen Kindes. Aber naja, gut. Wir sind wegen ihm hier. Uns wurde gesagt, dass es ihm schlecht geht. Wir sind wegen ihm hier letztendlich. Oder dass irgendwas mit ihm ist zumindest. Sie sind nicht allein. Ich bin da, wenn Sie mich brauchen. Das weiß ich zu schätzen, Shepard. Wirklich. Aber keine Sorge, Commander. Im Pilotensitz gebe ich 100%. Ich enttäusche Sie nicht. Schwer ist nur die Zeit zwischen den Missionen, wissen Sie. Ich weiß. Da kann aber vielleicht auch, wenn der Partner nicht mehr da ist, da kann auch vielleicht Freundschaft drüber hinweg helfen. Eben gerade über diese Phasen der Stille, in denen man dann trauert. Da können Freunde gerade Gold wert sein, denke ich. So, ich wollte mal das Partikelgewehr ein bisschen aufrüsten, glaube ich. Da kostet es auch schon ein ganzes Stück mehr, das Ding hier weiter zu treiben. Ist klar. So, aber es reicht noch gerade so. Wunderbar. Dann wollen wir uns das Ding nochmal anschauen, wie das jetzt aussieht. Ich weiß halt nicht. Ach, wir hatten ja auch Ultraleichtmaterialien, ne? Glaube ich. Oh, das ist trotzdem noch unglaublich schwer. Okay, der Schaden ist halt immer noch relativ niedrig. Gewicht ist immer noch relativ hoch. Ich würde die Waffe ja gern mal ausprobieren, aber es ist mir einfach viel zu viel Gewicht, was man damit drauf hat. Deswegen bleibe ich lieber bei der Vindicator und überlasse das mit dem Partikelstrahler den anderen. So, haben wir hier noch irgendwas anderes Hübsches, was wir... Nein, nicht das. Was wir noch drauflegen können vielleicht. Das nicht.
Schaden um 15% erhöht ist eigentlich auch nicht schlecht. Was hatten wir denn hier? Nahkampf um 17,5%. Ach komm, ich bleib dabei. Ist schon okay. Und bei der? Was hatten wir hier noch mit drauf? Kraftschaden um 10% erhöht. Ach ja, okay. Gut, okay. Bleibt so. Alles in Ordnung. Es ist ja auch nicht umsonst, wenn wir die Waffe jetzt erhöht haben, sondern... Ist das hier hinten eigentlich auch nochmal so eine Bank? Nee. Sondern die wird ja auch von anderen Squad-Mitgliedern benutzt und für die ist es dann natürlich auch effektiver, das Ganze. Sir Cash war wirklich eine neue Erfahrung für mich. Was meinen Sie damit? Normalerweise bin ich ja kein Co-Pilot. Aber wenn so ein Kroganer mit 400 Kilogramm Masse einen bittet, die Kontrolle über das Shuttle abzugeben, dann weigert man sich nicht. Kluge Entscheidung. Das glaube ich gern, dass man sich da nicht weigert. Vor allen Dingen nicht bei Rex. Das Shuttle ist bereit für den nächsten Einsatz. Okay, Moment, ich trinke kurz was. Gut, gehen wir noch hinter zu James. Oh, er ist gerade nicht am Klimmzüge machen, ist ja Wahnsinn. Und wenn wir mit ihm gesprochen haben, sind wir dann auch durch. Loco! Haben Sie diese Kroganerin gesehen? Aus nächster Nähe. Die Männer sind eindeutig die Hübscheren. Ist das so? Ich habe von ihr noch nicht so viel gesehen, muss ich sagen. Sie haben eine Mission gegen die Kollektoren erwähnt. Was ist passiert? Das, was ich erzählt habe. Alles ging den Bach runter und ich und ein paar andere haben überlebt. Wenn Sie den Rest der Geschichte hören wollen, müssen Sie mich richtig betrunken machen. Oder... Oder was? Oder nichts. Tut mir leid, Commander, ich will einfach nicht darüber reden. Nächstes Thema? Ich glaube, das haben wir noch alles noch nicht mit ihm besprochen, oder? Ich bin mir gar nicht so sicher, muss ich sagen. Ich glaube nicht, nee. Es fiel Ihnen schwer, die Erde zu verlassen. Wollen Sie noch zurück? Ja, verdammt. Aber ich begreife jetzt, dass ich dort nicht den größten Nutzen bringe. Noch nicht. Wir werden zurückgehen. Ich weiß. Und dafür werde ich alles tun, was nötig ist, Commander. Aber bitte ohne weitere Shuttle-Abstürze. Es macht Spaß, also kann ich nichts versprechen. Außerdem will ich Esteban auf Trab halten. Haben Sie Familie auf der Erde? Ja, ein Onkel, Militär im Ruhestand. Und einige Cousins, von denen ich länger nichts gehört habe. Standen Sie Ihrem Onkel nahe? Ja, wegen ihm bin ich zu den Marines. Er war nach dem Tod meiner Mutter der einzige Lichtblick in meinem Leben. Kein Vater? Irgendwo ist er sicher. Aber ich würde ihn nicht als Familie bezeichnen. Nicht mehr. Aber ich wüsste gern, wie es meinem Onkel geht. Warum benutzen Sie ständig Spitznamen? Ich kann mir so die Leute besser merken. Manche passen einfach nicht zu ihrem Namen. Also gebe ich ihnen einen neuen. Und ich bin also ein Loco. Ja, verglichen mit dem, was Sie schon durchgezogen haben, bin ich stinknormal. Sie und Lieutenant Cortez kennen sich also bereits. Ja, Esteban war auf Fell Prime, als auch mein Trupp und ich dort stationiert waren. Vor ein paar Monaten haben wir uns auf der Erde wiedergesehen. Er ist ein guter Kerl. Aber sagen Sie ihm das nicht. Es steigt ihm sonst zu Kopf. Wir reden später weiter. Natürlich. Okay, damit sind wir einmal durch auf dem Schiff und begeben uns in den Weltraum zurück. Ich würde sagen, wir machen erstmal ein paar kleinere Missionen, bevor wir dann mit den größeren weitermachen. Da haben wir ja auch mehrere zur Auswahl. Ich glaube, vorne bei Joker und Edie müssen wir jetzt nicht nochmal vorbeigehen, ne? Komm, lassen wir. So, dann schauen wir mal, was wir unternehmen können. Haben wir jetzt schon wieder lang genug damit verbracht, hier auf dem Schiff rumzuhocken. Oh, hier ist die Grissom Akademie, ne? Ja. Gut, Milan-Nest Artefakte finden, vermissten Kundschafter nachgehen. Weiß ich gar nicht, was das war. Cerberus-Labor, Würgeschlund, Ödland, das ist die Citadel. Wir gehen erstmal zur kroganischen DMZ. Denn hier gab es meines Erachtens nach auch etwas zu tun. Einerseits haben wir hier Cerberus-Präsenz untersuchen, was? Okay. Ja, das ist nicht das, was ich dachte, aber okay. Wir schauen mal ganz kurz hier an, auf der großen Karte. Ne, hier ist alles im Aralax-System. Okay. Na gut. Dann steuern wir mal Tuchanka an und probieren es mal mit der Cerberus-Präsenz. Okay, sollten hier nicht eigentlich drei Sachen drauf sein?
Was ist denn die Cerberus-Präsenz? Wir gucken es uns an. Das ist aber kein Hauptauftrag, oder? So, wen nehmen wir denn mit? Wir könnten eigentlich mal Edi mitnehmen. Was haben wir denn dafür aussehen? Ach so. Ist ja auch... Ist ja. Nee, komm, wir machen den schwarzen Anzug. Ja, wir nehmen mal Edi mit. Um mal zu sehen, wie sie so ist. Und ansonsten... Ach komm, Javik. Ich mag Javik irgendwie. So, da müssen wir bei Edi noch einiges an Punkten verteilen und erstmal schauen, was sie so an Ausrüstung bei sich hat. Bei Javik, der hat das Partikelgewehr und hier können wir bestimmt noch eine andere drauflegen, oder? Was haben wir denn da? Die Scorpion ist neu. Höheres Gewicht, kleinere Kapazität, viel mehr Schaden dafür aber. Feuergeschwindigkeit ist aber auch rotzig. Nee, danke. Nee. Wir bleiben mal schön bei der Predator, würde ich sagen. Zumal der bestimmt eh die ganze Zeit das Partikelgewehr in der Hand hat. So, da habe ich auch die Mods drauf. Ich kann bei ihm aber mal hier noch das Zeug drauflegen. So. Warum nicht? Edi! Edi hat bloß die kleinen Standardwaffen sozusagen. So, auch da das Zeug schnell draufgehauen. Auch bei dir die Predator mit den Mods. Na, komm. So. Dann können wir ja, bei uns müsste ja alles noch in Ordnung sein. Dann können wir uns ja mal den Punkten widmen. Oh, bei uns können wir auch wieder schön was machen. Zumindest die Angriffsmeisterschaft mal um 1 erhöhen. Gruppenmitglied, Waffenschaden, Kraftschaden oder Gewichtskapazität. Ich gehe auf die Gewichtskapazität. Dann können wir nämlich vielleicht auch mal eine schwerere Waffe mitnehmen und haben trotzdem einen 200% Bonus bei den Kräften. Gut, die 4 Punkte behalte ich mir, damit wir dann die Angriffsmeisterschaft mal noch voll machen können. Ich mache erstmal Javik, bevor ich mit Edi anfange. So, bei ihm gehen wir mal auf. Ja, komm. Gehen wir mal auf die alte Rachsucht. Kraftschaden, Gesundheitsschildbonus. Immer auf Schaden, jawoll. So, Edi. Verbrennung. Verbrennen Sie Ihren Gegner und deren Panzerung? Das klingt sehr schön. Oh ja, finde ich gut. So, Schaden oder Wirkungsradius? Schaden. Schaden 8 Sekunden lang, 40% Aufladetempo. Ich glaube, da ist Schaden sinnvoller. Ja, gut. Schaden von Verbrennung gegen Panzerung, das ist mir, glaube ich, wichtiger. Oh ja, da haben wir jetzt ordentlich was gegen die Panzerung. So, auf jeden Fall auch die Überlastung, das wird ganz schick. Ein Ziel mehr mit der Kettenüberlastung oder Schaden. Ich glaube, da gehe ich mal auf die Kettenüberlastung. Schwäche, bla bla bla. Aufladetempo. Ja, komm, machen wir das mal so. Noch ein Ziel mehr oder gegen Batterien und Schilde. Na, dann das hier. Okay. So, Verteidigungsmatrix, verstärkt Panzerung. Nö, Täuschkörper. Nö. Gut, gehen wir mal noch hier drauf. Gut, haben wir die Punkte doch ganz schön verteilt gekriegt und können loslegen. Mal sehen, wo es hingeht. Shepard, Cerberus-Truppen landen abseits der Tuchanka-Schlachtfelder. Ihr Ziel scheint eine alte Boden-Weltraum-Kanonenanlage zu sein, die seit den kroganischen Rebellionen nicht mehr benutzt wurde. Sie hat keinen militärischen Nutzen und die Kroganer sind zu weit verteilt, um sich darum zu kümmern. Wissen wir, was Cerberus vorhat? Nein. Aber wir wissen, dass Cerberus niemals ohne Plan handelt. Halten Sie sie auf und stellen Sie dabei gleich fest, was Sie vorhaben. Wird erledigt. Hoffentlich, Hackett Ende. Ah ja, ich erinnere mich daran, glaube ich. Anscheinend hat Cerberus die Kanone einsatzfähig gemacht, Commander. Ich gehe wieder hoch und sehe mir an, worauf Sie schießen. Das nenne ich mal ein Gerät. Das kann ich. So, na dann, Kontrollkonsole, machen wir mal direkt hin. Überraschung! Commander, ich habe Sichtkontakt zu einem Cerberus-Kreuzer im Anflug. Der Kanonenbeschuss räumt den Weg frei. Wenn das Schiff in Bombardierungsreichweite kommt, hat der kroganische Widerstand ein Problem. Behalten Sie es im Auge, Lieutenant. Warum gehen die denn auf die Kroganer los? Das verstehe ich nicht. Na gut, ein Grund mehr für uns, hier alles klar Schiff zu machen. Das ist ein riesiges Gerät, Mensch. Okay. Oh, warte mal. Ich wollte eigentlich das Geschütz hauen, Mensch. So, jetzt können wir uns dem Techniker widmen.
Nee, ist zu spät für einen Sanitäter. Oh, bleib mal da. Ich will doch spielen. Ach Mann. Na gut. So. Oh, was? Was war das denn? Hier habe ich mal jemanden, den ich angreifen kann, wollte ich sagen. So, ein bisschen aufgeräumt. Ach, ich liebe es. Es ist so schön. Weg mit dir. Kontrollzentrum gesichert. Übernehme Kanonensteuerung. Wir holen dieses Schiff vom Himmel. So, die Rasterpläne nehmen wir gern mit. Kroganischem Relikt, mit der ich gerechnet hatte. Okay. Was auch immer. Gut, wir sollen ja eigentlich hier dran. Ich dachte, dass das jetzt eigentlich irgendwelche zusätzlichen Module sind oder sowas, die wir noch mitnehmen können. Irgendwas Schönes halt, irgendwelche Goodies. Aber dann halt nicht. Zumindest aber haben wir hier noch ein paar Handschuhe, die wir dann natürlich gern mitnehmen. Ich dachte mir schon, irgendwas muss doch hier rumliegen. So, na dann, aktivieren wir das Ding mal und ich denke, dann wird es heißen Verteidigung. Sie haben die Energieversorgung der Konsole unterbrochen. Ach, Sauerei. Nein, dann wirklich. Los. Feinde im Anmarsch. Sie bringen das Shuttles Verstärkung rein und befestigen ihre Stellung. Trau dich aus deiner Deckung raus, du Feigling. Oh, was? So, erstmal weg mit dem und damit ist unser Schild auch wieder da. Was? Oh. Sauerei. Ah, Nemesis. Ich dachte mir gerade schon, das war ein ziemlich heftiger Treffer bei der einen Stelle. Oh, was? Warte mal. So, besser. Gut. Ja, wir können es auch mit Schüssen machen. So. Nein, du sollst nicht da dran an Deckung gehen. Okay, das war die erste. Wo ist denn... Ist das hier schon die zweite? Gut, die sind gleich beieinander. Ich dachte, die sind an verschiedenen Stellen. Ich habe die Energie auf die Hauptkonsole umgeleitet. Bin jetzt auf dem Rückweg. So, na, zumindest der Müll ist 3000 Credits wert. Das ist doch auch schon was. So, gibt's hier noch was? Nee, ne? Das ist nicht nett von dir. Bam. Das war schön. Das hat Spaß gemacht. So, ich wollte aber eigentlich noch mal kurz gucken, ob hier vorne noch irgendwas rumliegt. Weil hier so ein Haufen Zeug ist. Aber nö, das ist bloß Muni. Okay. Na gut, dann also weiter. Ich weiß, meine Squad-Mitglieder sind gerade mehr Statisten als alles andere. Aber hey, was soll's? Solange es reicht, solange es funktioniert. Ich meine, gegen Cerberus brauchst du halt nicht viel, ne? So, ist da unten noch was? Geh doch mal bitte, Shepard. Danke. Müll zum Bergen. Wieder mit vielen Credits. Okay. Na dann. So. Einmal das Geschütz. Und hier haben wir auch den zugehörigen Techniker. Okay. Ach, wie süß. So, mein Freund, das war's für dich. Gut, und damit können wir dann mal die Kontrollkonsole anwerfen, würde ich sagen, ne? Commander, Kreuzer leitet Bombardierung ein. Kanonensteuerung wiederhergestellt. Zielerfassung aktiviert. Auf den Kreuzer. Koordinaten, Lieutenant. Sofort geladen. Feuer! Direkter Steuerbordtreffer, Commander. Ziel bricht auseinander. Ich wiederhole, direkter Treffer. Tot und begraben. Okay, gute Arbeit von allen. Wunderschön. Am Ende wurde die Kanone Cerberus zum Verhängnis. Shepard, mit den kroganischen Kanonen hat Cerberus uns den strategischen Vorteil in diesem System gegeben. Der Feind zieht sich zurück, aber er wird versuchen, die Anlage zurückzuerobern. Wahrscheinlich. Ich schicke ein Allianzteam zur Sicherung. Wir haben dank Ihnen in einer starken Verteidigungsposition Fuß gefasst. Das hört man gern. Gute Arbeit, Commander. Hackett Ende.
Sehr gut. Das war also doch die Nebenmission, die ich dachte, dort an der Stelle zu finden. Ich war mir nicht mehr ganz sicher, ehrlich gesagt.